Einen wunderschönen guten Tag zusammen zum letzten FX Flat Webinar dieses Jahres. Das Ganze zusammen mit Thorsten Eberhardt von Options for Winners. Heute zum Thema Praxis mit Optionen. Also wir hatten ja eine schöne Einführungsreihe zusammen mit Thorsten, wo der Thorsten tatsächlich auch hingegangen ist, Anfang an die Basics aufgezeigt hat. Und jetzt sind wir schon da angekommen, wo es darum geht, das Ganze dann auch mal in die Praxis umzusetzen. Und was sollte sich dafür besser eignen als die Börseneröffnung? Von daher will ich gar nicht so viel vorwegnehmen. Ich darf Sie noch ganz herzlich im Namen von FX Flat hier begrüßen. Mein Name ist Florian Scharschmidt und Sie kennen das wahrscheinlich von mir. Jedes Webinar, wie immer, einmal den Risikohinweis vorweg. Das Webinar dient natürlich, wie immer, vollkommen egal, worum es geht, nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Bitte nichts des gleich von Thorsten gezeigten, gehandelten, analysierten als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Vollkommen egal, was Sie sehen oder hören. Am Ende müssen Sie Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Das ist das A und O. Okay? Gut. So viel vorweggeplappert von mir hier. Dann würde ich sagen, Thorsten, Feuer frei. Ich sag dir, ob du den richtigen Monitor hast und dann kannst du loslegen. Ja, vielen, vielen Dank, lieber Flo, für die nette Einleitung. Ich übertrage jetzt meinen Bildschirm. Welchen Bildschirm seht ihr jetzt? Seht ihr die Trading View? Trading View, yep. Sehr gut. Ja, dann sind wir richtig. Nach dem letzten Webinar bekam ich doch viele nette E-Mails. Ich versuche heute ein wenig langsamer zu reden. Es war für den einen oder anderen schnell. Das bitte ich zu verzeihen. Ich werde es jetzt ein bisschen langsamer machen. Aber hoffentlich wird es auch für jeden interessant. Wir beschäftigen uns nämlich heute mal mit dem Handel vom S&P 500. Wir haben ja einen Club, den O4W Winners Club. Übrigens, wer diesen Club gerne beitreten möchte, kann das hier über die FX Flat machen. Da gibt es noch 2 zusätzliche Monate dazu. Also anstelle von 12 wären es dann 14 Monate. Und in unserem Club, da haben wir auch Workshops. Und gestern hatten wir den ersten Teil eines Workshops, nämlich über den S&P 500. Der S&P 500 ist ja der Index, den wir uns auch primär angucken. Und wenn wir uns noch mal kurz verinnerlichen, was der S&P 500 ist, das ist der Aktienindex, der die Aktien von 500 der größten börsennotierten US-amerikanischen Unternehmen umfasst. Ja, wird auch gerne als Pendant zum Markt genommen, mache ich auch. Und für all jene, die sich mit dem S&P 500 beschäftigen, die kommen ja auch sozusagen an dem VIX, an dem Volatilitätsindex nicht vorbei. Ja, und was ist der? Es ist ja der Angstbarometer und der misst die Bepreisung der Optionen auf den S&P 500. Ja, also wenn wir dann reden von wegen der VIX, der ist jetzt am Anschlag, der ist panisch, dann heißt es ja auch nichts anderes, als dass der S&P 500 panisch ist. Und den sehen wir hier als Markt. Und den S&P 500, den kann man natürlich auch traden. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Vorab noch mal kurz erklärt, wie kommt ein Unternehmen eigentlich in den S&P 500? Ja, zunächst einmal darf es nun wirklich keine Pommesbude sein. Also die Marktkapitalisierung, die ist schon enorm. Hier stehen jetzt noch 8,2 Milliarden US-Dollar. Aber das entspricht immer der jeweiligen Marktgegebenheiten. Also nagelt mich bitte nicht auf diese 8,2 Milliarden US-Dollar fest. Aber es muss also schon ein größeres Unternehmen sein und auch die Aktien, die müssen schon ordentlich gehandelt werden. Wir sehen es hier an Punkt 2, das Handelsvolumen von mindestens 250.000 Aktien in den 6 Monaten vor der Aufnahme müssen schon da gewesen sein. Die Aktie sollte zudem ein Jahr mindestens öffentlich an der New York Stock Exchange oder im Nasdaq gelistet sein und die Hälfte der Aktien, die müssen öffentlich zugänglich sein. Es gibt das ein oder andere Unternehmen, da sind die Anteilseigner, also die Gründer, haben dann über die Hälfte der Aktien und somit ist der Zutritt zu dem S&P 500 dann verneint. Also das muss auch noch da sein, dass halt die Mehrzahl der Aktien öffentlich zugänglich ist. Wir erinnern uns, es ist noch nicht lange her, da wurde ja Tesla in den S&P 500 übernommen und da war der ein oder andere auch überrascht, weil im Quartal vor der Aufnahme müssen
die Zahlen auch noch positiv sein. Das heißt, das Unternehmen muss vor der Aufnahme im Quartal de facto schwarze Zahlen geschrieben haben und die letzten 4 Quartale vor der Aufnahme müssen kumuliert einen Gesamtgewinn aufweisen. Also so einfach ist es nicht, in den S&P 500 reinzukommen. Aber wenn man drin ist, ist das natürlich auch ein gutes Signal, also eine gute Reputation fürs Unternehmen. Die Performance, die können wir uns hier nochmal ansehen. Man sieht, und das ist ja das, was uns als Aktienanleger auch immer wieder motiviert, dass man halt im Schnitt einen Aufwärtstrend hat. Wir sehen hier auch bei 2020 die Corona-Krise, wie steil es bergab ging, aber danach ging es wieder bergauf. Ich glaube, im Jahr 2020, und das können wir hier auf der rechten Seite sehen, hatte man trotzdem in Summe einen positiven Return, eine positive Rendite. Ich glaube, das waren 16%. Das Jahr, wie es derzeit läuft, ist leider nicht so positiv, aber das stört uns ja nicht wirklich als Optionshändler, weil wir haben ja auch die Möglichkeiten, von jeder Kursbewegung zu profitieren. Kurs-Gewinn-Verhältnis möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Da kann ich nur zu sagen, alleine nur das Kurs-Gewinn-Verhältnis als Ein- oder Ausstiegskriterium zu nehmen, halte ich für nicht empfehlenswert. Nichtsdestotrotz kann man hier schön erkennen, wie hoch das Kurs-Gewinn-Verhältnis vor nicht allzu langer Zeit war und wie sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis jetzt in den letzten Monaten ordentlich nach unten entwickelt hat. Ja. Aber nichtsdestotrotz heißt das nicht, dass das jetzt ein wirklich günstiger Zeitpunkt ist, um einzusteigen. Ich nenne hier nochmal ein Stichwort, dass die Schiller-PI, also Schiller-KGV, ne, da werden die Kurs-Gewinn-Verhältnisse ja auch noch angepasst, adjustiert. Da gibt es also auch noch Möglichkeiten, das ein bisschen, ja, ein bisschen en Detail sich dann auch anzuschauen, um auch mehr Aussagekraft hier zu generieren. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir als Optionshändler den S&P 500 traden können. Ja, wir können jetzt auf der einen Seite den Index traden, das heißt, dann haben wir Indexoptionen, Stichwort SPX. Wir können aber auch den S&P 500 als ETF traden. Da gibt es ja den SPY, den SPY. Da können wir auch Optionen drauf traden. Und last but not least haben wir auch noch die Möglichkeit, auf Futures-Optionen zu traden. Ja, also da gibt es also drei verschiedene Kategorien, oh mein Gott, drei verschiedene Kategorien, die man hier angehen kann. Und wir im Club, wir machen sozusagen das natürlich der Situation abhängig. Ja, das kommt natürlich immer darauf an, was man machen möchte. Wir gehen gleich auf das ein oder andere Beispiel aber auch ein. Ganz wichtig ist, wenn man sich die Underlyings anschaut, also die verschiedenen, sei es jetzt die Indexoption, die ETF-Option oder die Future-Option, dass man natürlich sich anschaut, was man hier für Summen bewegt. Ja, also wenn ich jetzt beispielsweise den SPX als Option trade, dann trade ich 1:1 den Index. Ja, das heißt, wenn er jetzt bei 3.900 Punkten steht und wir einen Multiplikator, eine Kontraktgröße von 100 haben, dann sind das natürlich schon theoretische 390.000, die man hier bewegt. Ja, das heißt, das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man sich auch vorher bewusst wird, was man hier wirklich tradet. Der nächste Punkt, auch interessant, Ausübungsstil. Ja, da gibt es den europäischen und den amerikanischen. Ja, das hat jetzt nicht wirklich was mit den Kontinenten zu tun, sondern hier muss man sich die Frage stellen, wann hat der Käufer einer Option eigentlich das Recht, sie auszuüben? Also wann kann ein Käufer sein Recht ausüben? Und bei der europäischen ist das halt so, dass das nur am Tag des Verfalls möglich ist. Das heißt, in der ganzen Zeit zwischen Eröffnung und Verfall haben wir als Verkäufer keine Pflicht. Also da werden wir nicht in die Pflicht genommen.
Das ist bei der amerikanischen Option anders. Da kann der Käufer, egal wie es ist, ob im Geld, aus dem Geld oder am Geld, kann der Käufer sein Recht ausüben und dann kommen wir in die Pflicht. Beispiel, wenn wir jetzt einen ETF traden, ich mache das mal hier kurz als, ich zeichne das mal hier kurz rein. Ja, wir haben jetzt hier einen, das Underlying, das ist jetzt der ETF. ETF hat eine amerikanische Ausübung und meine Option, die ist jetzt hier, das ist eine Call-Option beispielsweise, die ich verkauft habe. Und die Option, der Preis bewegt sich so und wir sind jetzt noch nicht mal, hier ist Ende des Verfalls, also hier ist Ende der Laufzeit, hier ist der Anfang. Der Käufer hätte jetzt theoretisch die Möglichkeit, egal wo der Kurs steht, sein Recht auszuüben. Wenn er sein Recht ausübt, also ich in die Pflicht komme, muss ich 100 ETFs zu diesem Strike-Preis ihm geben. Ja, das heißt, wenn wir jetzt hier bei 390 wären, dann wären das dann 390 mal 100, die ich dann nachher short im Depot bin, ja, weil ich diese 100 ETFs zu 390 abgeben muss. Aber der Käufer, für ihn macht es natürlich auch nur Sinn, eigentlich, wenn die Option im Geld ist. Also das heißt von wegen hier, in dem Fall, dann könnte der Käufer überlegen, macht es jetzt für mich Sinn? Ich bin zwar schon im Geld, aber wie sieht das jetzt mit Zeitwert etc. aus? Und dann übt er sein Recht aus und dann kann es halt sein, dass ich schon vor dem Verfall in die Pflicht komme. Das ist halt nur bei der amerikanischen möglich. Bei der europäischen ist das nur an diesem einen Tag. Ja, das muss man dann natürlich auch wissen und ich kann es schon mal vorher sagen, bei den Indexoptionen ist es europäisch, bei der ETF-Option ist es die physische Lieferung, also wie gesagt, bei einer verkauften Put-Option kriege ich 100 ETFs, also ins Depot und bei einer verkauften Call muss ich 100 liefern. Bei einem Future, wie sieht es da aus? Wenn ich eine Option auf einen Future trade und ich komme in die Pflicht als Verkäufer einer Put, dann bekomme ich sozusagen den Future angedient. Und genau andersrum bei einer verkauften Call, wenn da die Pflicht kommt, also wenn ich dann in die Pflicht komme als Verkäufer, dann muss ich sozusagen einen Future liefern. Ja, das ist wichtig, weil viele denken, dass bei Future-Optionen ist es so, ja, dass es nicht zu einer physischen Lieferung kommt, sondern zu einem Barausgleich. Barausgleich ist das jetzt hier, wie ich das eben schon bei den Index-Optionen erklärt habe. Das heißt, den Index, den kann man nicht kaufen und verkaufen. Deshalb kommt es hier auch zum Barausgleich. Das heißt, die Verluste, die ich habe, die werden dann Cash gesettelt, bar ausgeglichen. Das hat natürlich auf der einen Seite den Charme, dass ich nicht irgendwas im Depot habe, was ich vielleicht nicht haben will. Auf der anderen Seite, ich bin jetzt zwar kein Steuerberater, aber da muss man sich natürlich auch mit den 20.000 Verlustverrechnungen als deutscher Privatanleger auseinandersetzen, weil da kann es halt auch sein, dass die verkauften Optionen, die bar ausgeglichen werden, auch die 20.000 betreffen. Also von daher muss man schon wirklich vorher ein bisschen managen, um zu gucken, ob das auch zu mir passt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Settlement. Ja, was heißt das? Wenn ich jetzt beispielsweise Indexoptionen trade, und ich habe es ja gerade schon erklärt, dann haben wir den Barausgleich, aber wann wird verrechnet? Gehen wir davon aus, ich mache Zero DTE. Und bei Zero DTE trade ich ja sozusagen an demselbigen Tag. Ja, das heißt, ich eröffne und schließe am selbigen Tag. Also entweder lasse ich verfallen, auslaufen oder ich schließe. Wenn ich jetzt auslaufen lasse, ja, und es kommt nachher erst zu der Verrechnung, ist die Frage, welcher Preis wird genommen? Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, nämlich hier, ich wechsle zu einer Seite vom CBOE und hier haben wir es. Hier haben wir den Settlement. AMPM. Bei den Weeklies auf den SPX, bei der Indexoption Weekly, wird die Verrechnung am Tag des Verfalls gemacht. Das sind meistens so 22.15 Uhr spätestens, wird das hier gesettelt.
Bei den monatlichen ist es aber so AM. Das heißt, Beispiel, es war jetzt ein Kollege aus dem Club, der hat am Donnerstag eine Option verfallen lassen. Da wäre das der 15. Dezember, war der Verfallstag. Aber es war keine Weekly. Und dann war es so, dass der Freitag nach der Börseneröffnung den Preis notiert hat. Ja, das heißt, der Set-Price war nicht am selbigen Tag abends, sondern erst am nächsten Tag nach der Eröffnung der Börse. Gefahr hier ist halt, die ganze Nacht kann natürlich noch zu einer Preisveränderung führen. Und das muss natürlich nicht zwingend positiv sein. Und von daher hat sich hier und da schon der ein oder andere bei diesen SPX-Optionen, jetzt nicht SPXW, also nicht den Weeklies, die Finger verbrannt. Ganz wichtig. Liquidität ist natürlich auch wichtig. Die ich favorisiere, sind halt SPY, also der ETF ist sehr liquide, der SPX ist auch sehr liquide und der ES, die sind auch sehr liquide. Wir haben hier unterschiedliche Handelszeiten, das heißt, manche kann man auch außerhalb der regulären Handelszeiten traden und das sind dann hier die Global Trading Hours. Und da sieht man es schon bei den Indexoptionen, zumindest bei den größeren. Es gibt ja den SPX, der kleine Bruder ist der XSP und der ganz kleine ist Nanos. Aber bei denen hier, die ersten drei, da haben wir halt auch noch außerhalb der regulären Handelszeit die Möglichkeit zu traden. Bei den ETF-Optionen ist es nicht der Fall. Ja, das ist halt natürlich dann auch vielleicht noch interessant. Gebühren, ja, da muss man natürlich gucken, die werden auch unterschiedlich gemacht, das weiß ich nicht, aber ob das jetzt ausschlaggebend ist, muss man auch selbst bestimmen, also für sich, ob das jetzt wichtig ist, weiß ich nicht, auf jeden Fall die Gebühren sind auch unterschiedlich und das sind halt dann auch die Punkte, die da zu berücksichtigen sind. Sind in der Zwischenzeit Fragen gekommen? Nein, dann ist gut. Dann gehen wir jetzt nämlich mal in die TWS. Die Frage, die man sich jetzt wahrscheinlich stellt, wie kriege ich jetzt hier die jeweiligen Optionen rein? Beim SPX machen wir es jetzt einfach mal. Da geben wir den SPX hier ein und dann kommt hier auch schon der Index und dann ist es auch schon getan. Ja, das ist jetzt das Underlying, auf welches wir jetzt hier traden möchten. Und wichtig ist jetzt hier natürlich auch, dass man die jeweiligen Handelsberechtigungen hat. Ja, also das muss man natürlich auch klären. Das kann man halt bei sich einstellen. Also für alle FX-Flat-Kunden, die Frage haben und nicht wissen, wie es geht, die können sich natürlich gerne dann an die Kollegen von FX-Flat wenden. Wir machen jetzt einfach mal einen Trade und wir können jetzt mal von mir aus jetzt einen Zero-DTE-Trade machen. Ich gehe hier auf rechte Maustaste, gehe dann auf den Option-Trader. Und dann zeige ich mal, wie ich es machen möchte. Ich habe schon mal das ein oder andere Video zu dem Expected Move gemacht, also zu der erwarteten Bewegung des Underlyings. Und hier gibt es auch einen kleinen Trick. Was heißt einen kleinen Trick? Das ist ja eigentlich nichts anderes als die Standardabweichung. Die erste Standardabweichung, die umfasst ja ungefähr 68% Wahrscheinlichkeiten der Bewegung. Und die zweite Standardabweichung, das ist hier auch schön mit den Farben blau, kann man das hier sehen, die umfasst dann ungefähr 95%. Und was man hier natürlich dann machen kann, dass man dann halt sagt, okay, 95% reicht für mich erstmal aus und dann setze ich jetzt mal einen Trade auf. Ich habe es in dem ein oder anderen Video auch schon erklärt. Es gibt ja die Möglichkeit, ich suche jetzt mal ein bisschen Platz hier, genau, ein Iron Condor zu traden, ein Bull Put Spread oder ein Bear Call Spread. Ja, also wenn der Markt jetzt aus der Perspektive desjenigen, der jetzt gerne traden würde, eher bullish aussieht, dann wäre es natürlich sinnvoll, vielleicht einen Bull Put Spread zu eröffnen. Ja, Bull Put Spread ist nichts anderes als eine verkaufte Option und eine gekaufte Option. Die verkaufte ist näher am Geld, bringt also mehr Prämie als die gekaufte kostet, so dass ich summa summarum mit einer Prämie starte. Ja, das ist dann bullish.
Wenn ich jetzt beispielsweise aber eher von der bärischen Seite ausgehe, dann habe ich es hier, das ist dann der Bear Call Spread. Das passiert, indem ich eine Call-Option verkaufe, die näher am Geld ist, die mehr Prämie bringt, als die gekaufte Call-Option jetzt kostet. Ja? So dass wir auch hier Prämie haben. Das macht man dann, wenn man jetzt eher von Kursrücksetzern ausgeht. Wenn man jetzt aber sagt, ich glaube, das Underlying wird sich in dieser Range bewegen, ja, dann kann man natürlich beides öffnen und dieses beides ist dann IC, der Iron Condor. Das kann man da natürlich machen. In einem meiner YouTube-Videos, was heißt in einem meiner YouTube-Videos, in meinem gestrigen YouTube-Video habe ich ja meinen, was gestern, nee, vorgestern am Sonntag habe ich ja meinen Tagesschau-Trade vorgestellt. Tagesschau-Trade heißt ja nichts anderes, also nach der Tagesschau setze ich den Trade um. Ja, das ist um 20:15 Uhr und ich habe es gebacktestet hier mit dem Option Omega Tool. Ja, wir sehen hier den schönen Verlauf des Profits. Ja, und wir sehen hier auch, was wir für schöne Returns hier haben. Das Rote, das ist der Drawdown, der Verlust, der war maximal 1,3%. Ja, also wenn alles so liefe, muss man ganz klar sagen. Und hier stehen die Eintrittskonditionen drin. Ja, also um 14:45 Uhr amerikanischer Zeit. Nachmittags ist ja dann bei uns hier die 20:15 Uhr, dass ich hier die Put-Option verkaufe mit 75 Cent und die Put-Option, die ich kaufe, 50 Cent niedriger, also im Schnitt 25 Cent. Ja, das ist einfach hier. Man kann natürlich noch die Gebühren alles entsprechend seines Brokers einstellen. Und hier gehen wir mal rein. Und hier sehen wir, ich habe immer zwei eröffnet und man sieht hier auch, was hier für Gewinne und was hier für Verluste sind. Logischerweise sind die Summe der Gewinne höher. Das kann man hier auch sehen. Wir haben eine Trefferquote von 75% und wir gehen also auch schon relativ früh raus, nämlich bei 100%. Jetzt sagt der ein oder andere, wie früh? 100% ist ja nicht früh. Ja, wir dürfen eins nicht vergessen, wenn wir am Tag traden, also an einem Zero DTI, dann sind wir nicht weit weg vom Geld. Und wir wissen ja auch, was für Kursausschläge in letzter Zeit dabei war. Ja, und wenn man dann aufs falsche Pferd gesetzt hat, dann ist es natürlich weniger schön. Und wir brauchen auch nicht weit in die Vergangenheit zurückgehen. Wir erinnern uns an letzten Dienstag, als die Inflationszahlen kommuniziert wurden, was da für eine Euphorie dann entstand, als die 0,2 Prozentpunkte unter der Erwartung waren. Und am Tag danach, nachdem der Jerome Powell wieder seine Pressekonferenz hatte, ging es andersrum. Ja? Und das ist natürlich etwas, was man auch berücksichtigen muss. Und deshalb bin ich auch eher der Freund von einem Bull Put Spread oder Bear Call Spread, dass man sich auf eine Seite festlegt und vielleicht nachzieht, als dass man jetzt hier direkt den Iron Condor aufsetzt. Ja? Aber wie gesagt, das muss man natürlich auch individuell betrachten, je nachdem, was für ein Tag es ist. Hier ist jetzt auf jeden Fall der Bull Put Spread. Ich habe noch einen Iron Condor aufgezeigt, der ist aber asymmetrisch. Was heißt asymmetrisch? Ich hatte den Bull Put Spread gehabt hier unten und den Iron Condor hatte ich weiter oben. Ja, das heißt, der Kurs war näher am Bull Put Spread als am Bear Call Spread und das nenne ich dann, oder was heißt das, nenne ich? Das ist dann asymmetrisch. Ja, das heißt hier gehe ich eher mit einem asymmetrischen Iron Condor rein. Jetzt gehen wir aber zurück in die TWS. Ich habe es gerade gesagt. Es gibt jetzt unterschiedliche Vorgehensweisen, wie man was macht. Man kann natürlich, wenn man jetzt einen Iron Condor sich anschaut, einen Iron Condor direkt im Strategy Builder hier einstellen. Ja, das können wir jetzt einfach mal machen. Ich mache das jetzt so ungefähr bei der zweiten Standardabweichung. Ich verkaufe hier eine Put-Option. Ja, ich nehme jetzt 10 Abstand, 10 Punkte Abstand heißt 10 mal 100.000 wäre das Risiko. Und auf der anderen Seite mache ich es genauso. Ich gehe hier auch
rein, aber bei der zweiten Standardabweichung hier gehe ich rein. Ups, hier, sorry. Hier gehe ich rein und mache hier auch 10 Abstand. Und dann hätte ich jetzt im besten Fall diesen Iron Condor zu diesem Preis. Das kann ich natürlich machen. Das ist in Ordnung. Das hat natürlich den Charme. Alles in einem. Aber jetzt ist natürlich die Frage und das Problem wird kommen, wenn ich schließen möchte. Je weniger komplex ein Trade ist, umso einfacher ist dieser auch zu schließen. Es kann ein Problem entstehen zu schließen. Viele setzen dann die Schließorder beispielsweise nur auf die Verkauften und nicht auf die Gekauften, weil oft scheitert es in Anführungszeichen an den gekauften Optionen. Ja, wir machen jetzt aber mal ein Beispiel. Wir setzen das jetzt hier einfach mal auf. Ja, das heißt, von wegen hier ist jetzt drin. Jetzt habe ich den Kurs, der liegt jetzt zwischen 130 und 115. Ja, wir müssen jetzt natürlich auch ein bisschen auf die Zeit gucken. Und den wollen wir jetzt dann auch mal schließen. Eins darf man auch nicht vergessen, ich bin hier im Paper Trading, also im sozusagen Demo-Konto. Und das ist jetzt auch hier und da mal schwieriger, einen Trade umzusetzen. Also in der Realität hier, jetzt ist er durch. So, jetzt haben wir den Trade hier und ich zeige mal, wie es aussieht. Das ist jetzt hier das Handelsprotokoll. Ja, das ist das Handelsprotokoll. Und wenn wir jetzt hier aufklicken, dann sehen wir die einzelnen Optionen, die wir hier getradet haben, also die Prämien. Ja, wir können jetzt sehen, sold sind die Verkauften, das heißt, ihr habt $125, 1,25 mal 100, ja, $125 durch den Verkauf der Put-Option verdient. Die Call-Option, die hat jetzt hier $160 gebracht beim Verkauf und hier die anderen, die gekauften, das sind die gekauften Optionen, $90 und $75, sind natürlich niedriger als die verkauften Optionen, weil die verkauften Optionen sind ja näher am Kurs des Underlyings. Ja, das ist ganz wichtig. Und in Summe haben wir jetzt $120 damit verdient. Das heißt, wenn der Trade jetzt sich heute zwischen den Kursen von 3.760 und 3.855 bewegt, dann ist alles in Ordnung. Ja, das ist natürlich hier nochmal, ne? 3.760 und 3.855. Gucken wir uns das mal an. Das ist jetzt nicht so weit weg. Ja, darf man nicht vergessen. Das ist nicht so weit weg. Und das ist das Nervenaufreiben an der ganzen Sache. Ja, also Free Lunch gibt es sowieso nicht. Punkt 1 und Punkt 2, einfach Geld verdienen ist auch immer eine andere Topic. Also Zero DTE ist nicht einfach, aber man kann das dann halt hier so machen. Und dann sieht man halt, hier müssten wir uns heute dazwischen bewegen, damit wir jetzt nicht eingreifen müssen. Und wenn jetzt plötzlich irgendwelche Kursrücksetzer etc. kommen, dann kann das ganz schnell in die Richtung gehen. Wir gucken jetzt mal an. Der SPX ist jetzt gerade im Plus. Eben, als wir angefangen haben, ich glaube, oder vor 20 Minuten, waren wir noch 0,5% im Minus. Da sagt jeder, ah, 0,5%, das ist nichts. Das kann schon für ordentliche Verluste sorgen, wenn man jetzt hier beide Seiten hat. Auf der anderen Seite hätte man dann vor einer Viertelstunde einen Bullput-Spread eröffnet, dann wären die 0,5% vielleicht sogar schon ausreichend gewesen, um vielleicht diesen Trade mit 50% im Profit zu schließen. Ja, das kann auch manchmal ganz schnell sich positiv entwickeln. Das ist jetzt ein Beispiel gewesen für den Iron Condor. Und den sehen wir hier auch im Portfolio. Das heißt, hier in diesem Portfolio, guckt euch mal an, von wegen hier, das ist schon das, wo wir jetzt im Minus sind, wie der sich bewegt. Ne? Also das ist schon eine ordentliche Bewegung, die wir hier erkennen. Ja? Und dann kann man das hier auch schon aufklappen und dann sieht man auch, wie sich seit der Eröffnung, und das ist ja gerade mal ein paar Minuten her, die Kurse entwickelt haben. Ja? Also eine ganz, ganz schöne Sache. Und
Etwas, was auch wichtig ist, und das ist auch das, was wir halt im Club machen, es soll ja nicht so sein, dass man nur eine Laufzeit nimmt, sondern auch am besten mehrere Laufzeiten. Und hier rechts habe ich es noch von gestern Abend hier angemarkert. Je kürzer die Laufzeit, umso schwieriger ist ja auch das Rollen. Das darf man natürlich nicht vergessen. Wir gehen natürlich auch ganz speziell vor, aber es ist wichtig, dass man da auch weiß, was man macht. Was ich jetzt noch gerne an dieser Stelle erklären möchte, ist der Unterschied zwischen dynamischen und statischen Trades. Ja. Wir können statische Trades aufsetzen, das heißt, wir setzen einen Trade nach einem ganz fixierten Regelwerk auf und wir schließen diesen Trade auch nach einem ganz fixierten Regelwerk. Das heißt, wir könnten natürlich dann sagen, wir automatisieren. Ja, dann brauchen wir nicht davor hocken und uns vielleicht, wie es beim Dynamischen ist, sich mit der Chartanalyse beschäftigen. Ja, das ist ja das, was wir hier auch gerne und öfter machen. Sondern dann kann man natürlich auch sagen, wie das beispielsweise mein Tagesschau-Trade zeigt. Ich mache um 7:45 auf, habe die und die Eintrittskriterien und ich gehe bei 100% raus. Das heißt, wenn er nicht bei 100% im Verlust ist, lasse ich ihn auslaufen. Und das mache ich dann immer und immer wieder. Und dann sieht man hier, was hier für Ergebnisse sind. Ja, da muss man natürlich mit seinem Gemüt auch vereinbaren, dass da auch mal eine trockene Zeit, eine Zeit der Verluste kommen kann. Ja, das ist halt dann auch wichtig. Aber auch hier, summa summarum, muss natürlich der Profit stimmen. Und ganz, ganz wichtig, und das kann ich nicht, kann ich nur immer wiederholen, wichtig ist, dass man so eine Kurve hat, ja, dass man eine Kurve hat, die jetzt nicht dauerhaft wie beim Aktienhandel, jetzt hier beispielsweise sowas wie Corona, ja, da 20% nach unten etc. Glaubt mir, das führt zu schlaflosen Nächten. Und wenn ich jetzt hier nochmal aufs Portfolio mal nochmal hier kurz zeige, jetzt nur auf die Tagesschau-Trades, ja, da kann man das nochmal hier ganz, ganz toll sehen. Das ist der SPX, diese türkisfarbene Linie, das ist der SPX, was wir hier alles haben. Ja, was wir hier alles haben und das ist nicht hier zu erkennen, wenn man das jetzt hier so kontinuierlich führt. Was mir aber viel mehr gefällt, als dass das Portfolio hier vom Return, von der Rendite oberhalb des SPX liegt, ist das hier. Der Max Drawdown, der maximale Verlust, wie klein er ist. Guckt euch mal 2020 an. 2020 war das Portfolio und der SPX auf Augenhöhe. Aber wenn man sieht, was da für ein Max Drawdown beim SPX war, wenn man den Index hier nur getradet hätte, also direkt, dann kann man schon sehen, das ist natürlich was anderes. Und das Gleiche ist auch hier der Fall. Und ich will das jetzt nicht nur auf 0DTE oder auf SPX beziehen, sondern ich möchte das grundsätzlich auf den Optionshandel beziehen. Das ist der Grund, warum ich den Optionshandel, und ich habe es bestimmt schon 100.000 Mal gesagt, salonfähig machen möchte. Weil diese Möglichkeiten bestehen definitiv. Und der ein oder andere, der sich schon damit beschäftigt hat, der weiß auch, man hat noch viele andere Möglichkeiten. Ja, das heißt, man kann rollen, man kann Positionen auf anderen Seiten öffnen. Es gibt sehr vieles, was man halt machen kann. Und auch in der Trader Workstation. Und deshalb kann ich es auch nur sagen, das ist wichtig. Das wird mir auch jeder hier bestätigen, der sich mit der TWS beschäftigt hat, wer die technische Umsetzung auch beherrscht. Das heißt, Orders technisch richtig aufsetzt und auch Orders richtig schließt, der kann dann auch wirklich besser mit den Verlusten rangieren. Ja, das ist natürlich dann auch eine Sache. Also Wissen ist wichtig. Grundlagenwissen ist das Erste, dass man das versteht. Das Zweite, was man halt wissen muss, ist natürlich auch, wie setze ich das technisch um? Ich weiß, Trader Workstation ist jetzt nicht so wirklich customized und wahrscheinlich auch nicht
entsprechend der heutigen Zeit, vom Design etc. Aber es bietet halt ganz, ganz viele Möglichkeiten und es bietet halt auch die Möglichkeit von Automatismen. Das ist auch etwas, woran wir jetzt arbeiten, dass wir natürlich versuchen, manches, was wir mit der menschlichen Hand nicht machen brauchen, das natürlich auch so weit wie möglich zu automatisieren. Sind in der Zwischenzeit Fragen gekommen, Flo? Ja, es sind ein paar Sachen drin. Schaust du selber rein oder? Ach so, ja, ich bin ein bisschen faul. Warte mal kurz, ich muss mal. Weil das ist immer besser, weil du ganz weißt das dann meistens besser zu einzuordnen. Ich sehe jetzt, muss ich bei Teilnehmer? Ich sehe hier beim Chat, sehe ich nur herzlich willkommen beim Webinar. Nee, du musst unter Fragen gehen. Jedes Mal das Gleiche. So. Aber wir kriegen dich noch dahin. Ja, man wird nicht jünger. So. Gut. Guten Tag. Sound ist gut, ja, das freut mich. Nicht theoretisch, sondern praktisch extrem gefährlich. Aufpassen bei Putzverkaufen. Ja, definitiv, Günther, da hast du vollkommen recht. Es war ein Kommentar bei mir bei YouTube. Warum verkaufst du nicht nur Put-Optionen alleine? Das ist doch besser für die Verlustverrechnung. Ja, wenn die Put-Option, das haben wir gerade gesagt, du kommst in die Pflicht und bei größeren Kontrakten, deshalb sage ich ja Kontraktgröße angucken, niemals nackte Put-Optionen traden bei Kontrakten, die wirklich monetär eine ordentliche Schlagwirkung haben. Also da muss man ganz, ganz vorsichtig sein. Ich mache das wirklich nur bei Aktienoptionen und dann auch nur bei Aktienkurse, die wirklich niedrig sind. Ja, das muss man schon wissen. Und aufpassen, was man sich liefern lässt. Gibt ab 1,1 USA Sondersteuer. Genau, das muss da alles richtig. Sehr, sehr gute Hinweise. Also das sind alles solche Dinge. Das wäre super, wenn man sowas vorher wüsste. Ja, meistens leider nachher. Aber auch da richtig aufpassen, was man sich liefern lässt. Ganz wichtig. Ne? Also ich würde immer mit normalen, einfachen Aktienoptionen anfangen. Also mit Unternehmen, die man auch kennt und auch die eben entsprechend zu dem Depot passen. Wenn der Markt klar zum Beispiel bärisch ist, wie jetzt, wer kauft mir dann meine Option ab, beziehungsweise ist der Gegenpart des Spreads? Ja, das ist natürlich die Frage. Man weiß natürlich nie, wann wer was aufgemacht hat. Wenn wir jetzt dran denken, letzten Dienstag, ich weiß es von meinen Clubmitgliedern, da waren welche so euphorisch, die haben gedacht, jetzt kommt die Jahresendrallye, gehen natürlich überall rein und verkaufen Put-Optionen. Und zu dem Zeitpunkt haben sich die Leute auch gefragt, wer war denn dann auf der Gegenseite? Ja, der auf der Gegenseite war, war der Gewinner am Folgetag sozusagen. Ja, also das ist natürlich dann schwer zu sagen, wer das ist. Das hat natürlich auch viel auf der einen Seite mit Automatismen zu tun. Da sind ja auch viele Institutionelle bei. Und wir wissen ja auch nicht, in was für einer Situation der ein oder andere ist. Ja, ich kann es natürlich nachher nochmal am Risk Reversal erklären. Da hat sich auch bei mir jeder gefragt, warum ich trade ich diesen Trade. Ja. Wenn der Markt klar zum Beispiel, ach, das habe ich gerade schon vorgelesen, kann Thorsten mal konkret zeigen, wie man im SPX eine automatische Rückkauf Order bei 100% Verlust in der TWS genau eingibt, das Limit dann wohl auf Marke zu setzen, oder? Ja, da habe ich ja auch mal ein Video für gemacht. Wir können das jetzt einfach mal schnell hier durchgehen. Gucken wir uns das hier an. Das waren ja jetzt die Fragen. Wenn ich jetzt beispielsweise, ich mache jetzt noch mal einen Bullput-Spread. Ja, machen wir mal einen Bullput-Spread. Ich hoffe, der wird jetzt auch geschlossen. Ja, ist jetzt egal, was da jetzt hintersteht. Ja. So. Der Bullput-Spread ist gerade ausgeführt. Hier ist er, ist der Bullput-Spread und das Erste, was ich halt mache, ich klicke hier an, ja, und wenn ich jetzt beispielsweise diesen Trade bei 50% schließen möchte, dann gehe ich hier auf Schließen, ja, gehe ich hier auf Schließen und dann nehme ich halt die Hälfte von den minus 0,12,
Ja, das wären dann in dem Fall, jetzt in dem Fall hier. Ja, und das mache ich, meine jetzt, das ist jetzt ein Zero DT, das ist jetzt egal, muss ich natürlich wissen, dass das auch good till cancel ist, also nicht nur heute, sondern auch für die Folgetage Gültigkeit hat. Ja, so schließt man dann halt im Gewinn. Wenn wir das jetzt aber auch anders machen, ja, dann kann man das natürlich auch so machen, das ist ein bisschen komplexer, habe ich auch ein Video, dann geht man hier auf Order. Ja, dann ist es wichtig, wir haben ja gekauft, ja, obwohl das eine verkaufte Option primär ist, ist das eine gekaufte. Und dann geht man hier natürlich auf verkauft. Ja, dann macht man verschiedene Order-Typen. Ich mache jetzt mal beispielsweise eine Stop-Limit-Order. Ja, die kann man dann halt machen. Ja, die Stop-Order, die wird dann getriggert. Dann sage ich mal, von wegen ist bei 200%, 20 haben wir verdient, 200% sind dann 40, dann wäre hier 60. Wichtig ist auch immer wirklich auf die Vorzeichen zu achten. Ja, es muss jetzt hier auch ein minus 60 sein. Und dann mache ich mit ein bisschen Abstand, mache ich dann halt den Limitkurs, den mache ich dann halt bei 70. Also die Stop-Order wird getriggert. Da habe ich aber auch ein Video zugemacht. Ja. So. Das geht dann auch für einen Verlust. Und wenn man das dann halt kombiniert, das wird ein bisschen schwieriger, dann macht man das hier über diese One-Cancel-Another-Funktion. Man kann es auch schon direkt bei der Eröffnung theoretischweise machen. So, jetzt gucke ich mal, ob da noch weitere Fragen sind. Nee, weitere Fragen sind jetzt nicht. Was ich jetzt hier nochmal zeigen möchte, ist, wie ich jetzt auch mitunter vorgegangen bin hier bei dem Reset-Chart. Ich habe ja hier den O4W-Best-Indikator. Der basiert ja auf die Subindikatoren. Ja, übrigens rief mich gestern einer an und hat mir erklärt, dass sein Sohn diesen Indikator kopiert hat, ob ich da ein Problem mit hätte. Sage ich so, natürlich nicht. All jene, die das können, fangt an zu kopieren, nur solange das nicht vertreibt, ja, unter dem gleichen Namen, dann wird es wahrscheinlich kritisch. Aber ansonsten ist das halt eine gute Sache. Das sind die Subindikatoren. Ich habe es dann mir vereinfacht dargestellt, dass ich dann immer ungefähr weiß, wann wird es jetzt kritisch. Und hier wird es halt kritisch, wenn jetzt die Kerze rot ist und wenn ich dann so ein rotes Open bekomme. Ja, dann heißt das für mich, es könnte ungemütlich werden. Wäre mal nicht schlecht, wenn du hier und da vielleicht ein Hedge machst. Ich mache ja immer nur Hedges dann, wenn ich Risiko im Markt habe. Ja, also wenn ich dann halt die Gefahr habe, dass ich verlieren könnte. Und wichtig auch hier, dass man weiß, was man macht. Viele haben Probleme damit mit Long Puts, das heißt mit dem Gekauf von Put-Optionen, weil sie dann sagen, oh, da verliere ich viel zu viel Geld, wenn der Markt nach oben geht. Ja, ich kann es nur wiederholen, wenn ich eine Autoversicherung abschließe, schließe ich die auch nicht ab, um zu hoffen, von wegen, dass mir eine Versicherungssumme ausgezahlt wird, ergo, dass ich einen Unfall baue. Also man muss das Hedging wirklich so sehen als Kostenposition, die sozusagen mir meine jetzt offenen Trades absichern. Ja, das ist halt wichtig. Und ich gehe hier auch, kann ich zeigen, hier sind die Strategien, die ich mir primär raussuche. Das ist der Long Put, der Bear Put Spread und der Risk Reversion. Ja, Long Put heißt nichts anderes. Ich gehe hier an dem Tag rein und kaufe mir eine Put Option. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, was nehme ich denn an, was passieren wird? Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass der Markt total crashen wird, dann würde ich mir eine nackte Put-Option kaufen, einen Long-Put. Und warum? Ja, wenn ich jetzt hier beispielsweise die Put-Option kaufe, dann bin ich von hier oben bis nach unten null abgesichert. Ja, wenn ich das jetzt mit dem SPY mache, der SPY ist ja ein Zehntel davon, das heißt 390 statt 3.900 und 390 mal 100 sind dann 39.000 Dollar hätte ich maximal als Gewinn möglich. Als Verlust wäre halt sozusagen der Preis, den ich gezahlt habe für die Prämie. Das würde ich machen, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass das richtig knallt. Wenn ich jetzt aber sage, das sind nur 5%, dann könnte ich natürlich Folgendes machen. Ich könnte die gekaufte Option natürlich subventionieren mit einer verkauften Option. Ja? Dann setze ich hier die verkaufte Put-Option und am besten an dem Punkt, wo ich glaube,
der Markt im schlimmsten Fall hinkommen wird. Und warum? Weil das dazwischen ist mein maximaler Profit. Das, was nach der verkauften Put-Option kommt, bin ich nicht mehr versichert. Ja, das heißt, hier muss man sich sicher sein. Wenn ich jetzt meine gekaufte Put-Option subventionieren möchte und eine verkaufte Put-Option darunter setze, heißt Bear-Put-Spread. Dann bedeutet das aber auch, dass meine Absicherung begrenzt ist. Ja, ganz, ganz wichtig. Man zahlt weniger für die Versicherung. Man kriegt die sozusagen subventioniert. Aber die ist dann auch nicht in der Höhe verfügbar. Ja. Dann gibt es aber noch etwas. Man kann es auch so machen, dass man eine Put-Option kauft und auf der Oberseite diese gekaufte Put-Option mit einer verkauften Call-Option subventioniert. Ja, das nennt sich Risk Reversal jetzt hier. Und ich habe mal hier beispielsweise in unserem Paper-Konto mal ein Risk Reversal hier auf Apple aufgemacht. Ja, da kann man das dann auch schön sehen. Und der Risk Reversal, der funktioniert natürlich perfekt, wenn der Markt nach unten geht. Und warum? Weil wenn der Markt nach unten geht, dann wird natürlich die Prämie der gekauften Option teurer und die der verkauften wird dann billiger. Das heißt, hier habe ich natürlich dann zweimal, wovon ich profitiere, und ich habe hier oben durch die Prämie, die ich vereinnahmt habe, durch die verkauften Call-Option, die gekaufte Put-Option subventioniert. Wenn das jetzt aber nach oben geht, dann habe ich natürlich zwei Sachen, die mir nicht gefallen. Erstens hier, die verkaufte Call-Option leidet und die gekaufte Put-Option leidet. Ich habe das bei uns in unserem Club-Depot aber auch gemacht, weil ich zwei Bull-Put-Spreads auf den SPX offen habe, die stark verlustig sind. Oder ja, immer noch, ja, wir sind immer noch bei 160% jetzt im Minus. Und da habe ich gesagt, von wegen, wir wissen jetzt nicht, was die nächsten Tage kommt. Ich gehe da jetzt rein, ja, mit diesem Risk Reversion. Das ist halt dann auch noch eine Möglichkeit. Also wie ihr seht, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man hier was machen kann. Nur wichtig sind für mich solche Signale, dass ich die auch ernst nehme. Ja, dass ich dann sage, es kann ungemütlich werden. Gehe ich jetzt raus und schütze mich, indem ich nichts mehr im Markt habe, oder lasse ich es laufen und sichere mich ab? Ja, das sind immer die Fragen, die man sich natürlich diesbezüglich auch stellen soll. Dankeschön. Short Open Hedge. Welchen Short Put würdest du jetzt kaufen? Ja, Short Put ist ja jetzt nicht ein Hedge. Ja, wenn du eine Put-Option verkaufst, dann partizipierst du ja, wenn der Kurs steigt. Ja, das ist ein Long Put dann. Ja. Long Put. Ich nehme immer kurze Laufzeiten, weil ich auch glaube, dass eigentlich nur ein kurzes Intermezzo ist. Ja, ist zwar teurer, weil wir wissen ja noch, ne, also wir haben ja den Zeitwertverfall, Nachteil für den Käufer, aber wenn der Markt dann jetzt knallt, dann profitiert man natürlich auch dementsprechend gut. Wäre es nicht schlauer, den Longput bei steigenden Markt zu kaufen mit langer Laufzeit? Ja, das wäre definitiv schlauer. Ja, nur die wenigsten. Das ist genauso. Ich habe einen Freund, der wohnt in Florida, und der hat mir erzählt, die wenigsten kaufen Versicherungen, wenn die Sonne scheint und der Wind still ist. Ja, also da muss man natürlich auch machen. Machen wir ja auch. Ja, machen wir auch, heißt, wir kaufen beispielsweise VIX-Optionen, Long Call auf den VIX, wenn der VIX niedrig ist und wenn der Markt happy ist, dann suchen wir uns auch welche aus, die lange laufen. Also Bernd, top, hast alles verstanden. Ja? Nur wenn wir jetzt hier in der Situation sind und wir haben nichts, ja, da muss man halt aktiv werden. Wenn du sowieso was hast und schon vorher so schlau warst, dass du es gemacht hast, kannst du es natürlich machen. Nur auch hier muss man natürlich berücksichtigen, das kostet Geld, und das sollte man natürlich auch mit seiner Rendite, die man halt erwartet, auch abstimmen.
Gibt es eine Aufzeichnung? Ja, es gibt eine Aufzeichnung. Wie kann ich die Clubmitglied werden? Du kannst Clubmitglied werden. Vielleicht kann der Flo den Link. Wir haben hier einen Link auf der Homepage von FX Flat. Ja, da kannst du Clubmitglied werden. Dann eröffnest du ein Konto bei FX Flat und kriegst auch noch 2 Monate dazu. Ja, und auch ganz, ganz wichtig, also für all jene, die das über FX Flat machen, wir haben jetzt beschlossen, dass wir nicht mehr viele Clubmitglieder aufnehmen werden. Das ist jetzt hier keine Verkaufstaktik. Ja, ich bin da auch gar kein Freund von mit Defizit zu werben, aber es ist einfach so, dass wir natürlich eine gewisse Qualität und auch eine gewisse Stetigkeit, was die Kommunikation angeht, erhalten haben wollen. Ja, und da haben wir gesagt, wir brauchen wirklich Zeit und auch ein bisschen mehr Puffer. Und deshalb haben wir jetzt die Mitgliederzahl begrenzt beim FX Flat. Haben wir aber gesagt, da haben wir auf jeden Fall noch eine Anzahl, die ist auf jeden Fall noch vorhanden. Also da keine Sorge, über FX Flat klappt es auf jeden Fall. Wenn du das über meiner Homepage machst, könnte es sein, und du bist auf dem Bestelllink, dass da steht, dass du dich für eine Warteliste anmelden kannst, weil die Plätze halt zurzeit nicht mehr verfügbar sind. Ja, das muss man halt natürlich dann gucken. Also wie gesagt, auf FX Flat, da gibt es die Möglichkeit, darüber zu der Clubmitgliedschaft zu kommen und auch über meine Homepage. Genau. Sollen wir noch mal kurz gucken, was unser Zero DTE Trade gerade gemacht hat? Das wird doch mal ganz interessant. Ja, das gucken wir uns doch noch mal gerne an. So. 10 Monitore. Und wir sehen, wir sind schon wirklich hier ordentlich im Minus. Das sind jetzt schon 72%. Ja, dann ist natürlich die Frage, wann man rausgeht. Wenn man jetzt hier bei dem Iron Condor, würde ich nicht mit 100% rausgehen, vielleicht ein bisschen später. Bei unserem Tagesschau-Trade ist es ja um 20.15 Uhr. Aber hier ist klar zu erkennen, da ist ordentliche Bewegung. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, wo ist denn jetzt die Musik? In der Put-Option. Das heißt, der Markt ist seit der Eröffnung gestiegen. Das erkennt man halt daran, dass die verkaufte Put-Option profitiert hat, weil die profitiert ja von Marktanstiegen, also wenn der Kurs steigt. Und die gekaufte Call-Option, ne, eine Long-Call, die profitiert ja auch, wenn das Underlying steigt. Also hier sieht man, seit der Eröffnung hat sich einiges getan, und zwar ist der Kurs gestiegen. Jetzt ist es natürlich wichtig, weiter zu beobachten und zu gucken. Wir haben ja den Zeitwertverfall. Das heißt, jetzt ab 19 Uhr, sage ich ganz ehrlich, von wegen, wenn das jetzt so bliebe, kommen wir durch. Ansonsten kann es nochmal brenzlig werden. Und das ist halt etwas, wo man halt überlegen muss, wo man es machen möchte. Aber eben schon gesagt, es gibt andere Laufzeiten, 7 Tage, 30 Tage, 60 Tage. Ne? Für jeden Gusto ist was dabei. Ja, und was ich auch immer sage, diversifizieren, nicht alles auf ein Pferd setzen. Das mag ich absolut nicht. Also auch hier kann man natürlich je nach seinem Gusto und seiner Depotgröße und seinem Wissensstand das natürlich managen. Okidoki, das war es sozusagen von meiner Seite. Ich hoffe, ich habe heute ein wenig langsamer geredet. Also ich finde auf jeden Fall. Ja, gut. Okay, super. Dann, wenn es das von deiner Seite war, bedanke ich mich ganz herzlich. Ja. Kam noch eine Frage rein. Vielleicht kannst du die einmal kurz, kannst du noch drauf eingehen, wenn du möchtest. Ja, ja, bei 30 Tagen, also ich bin grundsätzlich bei 30 Tagen sowohl Iron Condor oder Bull Put Spread. Also ich bin eher der Freund des Bullischen, weil auf der Unterseite, auf den Put-Seiten kriegst du halt mehr Prämie. Wir haben da aber auch unterschiedlichste Strategien, wenn man es jetzt safe machen möchte. Ich weiß jetzt nicht, Christian, wenn du die Sprache schon verstehst, die ich rede, dann würde ich jetzt beispielsweise die verkauften Optionen, wie eben auch gezeigt, ungefähr auf die Höhe von der zweiten Standardabweichung setzen. Es ist nicht viel Prämie, aber es geht ja auch darum, nicht viel, sondern immer. Ja, dann kannst du das halt machen, und für den Anfang ist das halt dann auch in Ordnung. Und immer wieder nicht ohne Absicherung, also niemals nackt reingehen. Genau. Okay. Ja, jetzt kam noch die Frage,
wenn man schon ein Konto bei FX Flat hat, wie das dann mit der Mitgliedschaft ist. Vielleicht hast du, soll ich einmal den Link von deinem, von dem Club raussuchen, Thorsten? Ja, das wäre super. Und dann sage ich, Michael Rück, dann schreib mich mal an. Wir finden da bestimmt eine Lösung. Ja, also weil ich muss ganz ehrlich sagen, die Jungs von FX Flat, die sind echt super und ich kann das halt auch vom Service etc. nur empfehlen. Besonders all jene, die wissen von wegen, wie es vielleicht auch bei anderen aussehen kann. Und wenn du jetzt hier bei FX Flat bist und willst in den Club, da finden wir schon eine Lösung. Ja, also da kann er mich natürlich dann auch noch gerne anschreiben. Okay, ich habe ihm einmal den Link zum Club geschickt Ja, von dir, von der super. Website. Von daher gerne da einmal reinschauen, im Zweifel sonst auf uns zukommen. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank, Thorsten. Ja, vielen Dank an die Teilnehmer, dass sie dabei waren. Ich hoffe, sie sind auch im nächsten Jahr wieder mit am Start. Also, das war jetzt das letzte FX-Thread-Webinar für dieses Jahr. Ich bedanke mich vielmals auch an dich, Thorsten. Toll, deine Webinare sind immer super und total informativ. Kriegen wir auch als Feedback von den Teilnehmern immer wieder. Siehst du ja jetzt gerade auch, kommt im Chat ganz viel Danke. Ja, ich wünsche den Teilnehmern und dir natürlich auch schöne Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr, falls man sich nicht mehr hören sollte. Und ansonsten können die Teilnehmer sich schon freuen aufs nächste Jahr. Das wird schon das ein oder andere vorbereiten und vielleicht taucht ja schon auf der FX Flat Website unter den Webinaren und Seminaren schon das eine Webinar mit Thorsten für nächstes Jahr auf im Laufe des Tages. Wer weiß, immer mal wieder drauf gucken, kann ich nur empfehlen. Ja, könnte sein, dass da heute schon das erste online kommt. Und wie gesagt, gerne anmelden und ansonsten hören wir uns gerne wieder. Bis dahin, Super, auf die danke Position euch, macht's aufpassen. gut. Ciao, ciao. Ciao.